Hallo zusammen, wir spielen Dredge und das Fischereiabenteuer geht in die dritte, in die nächste Runde. Wir hatten die Folge 2 damit abgeschlossen. Wir waren drüben bei dem Antiquitätenhändler, hatten hier eine Aufgabe bekommen, Suche nach Relikten. Wir sollen jetzt in jeder Region ein bestimmtes Relikt ausfindig machen. In unserer aktuellen Region ist dies ein Schlüssel. Finde den Schlüssel in den Marktstätten. Das ist jetzt unsere Mission. Und wir haben jetzt auch hier nach dem Andocken direkt unten Meldung bekommen. Das ist hier, wo einige Leute gibt, mit denen wir sprechen sollen. Das werden wir jetzt mal tun. Die Leuchtturmwächterin. Sie schickt uns auf eine Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. Und man sieht in manchen Nächten ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Und dann ruhigen wir uns mal noch bei der Architektin um. Hier gibt es eine neue Mission. Die Architektin möchte gern umziehen und wir sollen ihr noch ein paar Dinge besorgen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz. Liegt nördlich von hier. Zwei Einheiten Holz und zwei Einheiten Metallschrott. Das ist alles. Das bekommen wir hin und wir konnten ja auch seit dem letzten Gespräch mit dem Antiquitätenhändler die Schiffswrack, die Items, die wir unterwegs sehen, konnten wir jetzt auch endlich bergen, was zuvor nicht möglich war. Ja, Mission hinzugefügt. Ich war jetzt auf dem Rückweg nochmal fischen, hatte die Fische beim Händler verkauft. Wir gehen nochmal in die Forschung hinein. Wir haben noch zwei Forschungsteile. Die könnten wir ausgeben. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, wo wir die ausgeben. Wir hatten ja den Außenborder erforscht. Den könnten wir uns ja erstmal kaufen. Körbe. Ich würde sagen, Angeln. Was uns noch fehlt, war das ozeanische Angeln. Okay, das ist diese dicke Rolle. Die haben wir freigeschalten. Die müssten wir dann sozusagen bloß kaufen und einbauen. Mangrovenküste und vulkanisch Flachwasser. Da lassen wir das mal offen. Und erst wenn wir die jeweiligen Fischgründe entdecken, dann können wir uns das ja erforschen. Jetzt gehen wir aber erstmal einkaufen. Guck mal, Schiffsbauerin Trockendock. Ja. Dann war es die Schiffsbauerin. Beschwerte Leine. Für Flachwasser geeignet und für Flachwasser. Und hier haben wir die Motoren. Verbesserter Außenborder. In unserem Lager haben wir die zwei Forschungsteile. Das passt soweit. Aber was ich gerade nicht verstehe... Wir waren jetzt gerade in der Forschung drin und hier steht ja, verwende Teile, um neue Ausrüstung zu erforschen. Erforschte Ausrüstung steht im Laden zum Verkauf. Ist natürlich die Frage, welchem Laden? Denn bei der Schiffsbauerin haben wir es jetzt nicht gesehen. Beim Fischhändler, da gibt es nur die Reusen. Können wir nochmal schauen, genau. Der hat jetzt nur die Reusen im Lager. Laden. Trockendock. Oder mussten wir das im Trockendock eventuell bauen? Nein, plus zwei Motorenplätze. Okay, das sind andere Dinge. Ja, da weiß ich momentan noch nicht, wo wir das bekommen. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen weiter lang hinspielen. Und das Ganze klärt sich dann von allein auf. Wir haben genächtigt. Ich gehe nochmal eben
ins Menü, zwei Bauholz und zwei Schrott. Und was hat die Frau gesagt im... Das leider schon wieder vergessen. In welchen Teil wir es nachschauen sollten, die Leuchtturmwärterin. Ich muss da nochmal kurz durchklicken. Auf der Rückseite. Okay, na dann, würde ich sagen. Ablegen, fahren wir mal direkt auf die Rückseite. Ja, da geht's hier los. Hier sind die ersten Schrottteile. Wir angeln. Gucken wir mal. Schatten in der Tiefe. Bestand niedrig. Dredgen starten. Drücke F, um die Spur zu wechseln und Hindernisse zu vermeiden. Hä? Ach so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das schon. Aber wo geht denn das jetzt hier in die Mitte rein? Drücke F, um die Spur zu wechseln, um Hindernisse zu meiden. Ach so, wartet mal, ja. Okay, das war jetzt ein ganz schönes Gemäre, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte zuerst, wir müssen durch diese Lücken in den mittleren Kreis, aber nein, wir mussten ausweichen. Ein Ballenstoff konnten wir erbeuten. Ruder anfangen. Bestand niedrig. Ich würde sagen, das lassen wir aber. Oh, es ist schon nach Mitternacht. Hier habe ich wirklich die Zeit vergessen. Ach komm, was soll's. Wir bleiben draußen. Wenn wir zurückfahren, ist fast Morgengrauen. Von daher, ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Wir bleiben draußen. Was gab es hier zum Angeln? Fischen, ich guck mal. Flachwasser wollen wir jetzt gerade nicht. So, 3 Uhr. Müsste doch bald wieder hell werden. Wir sehen hier wirklich nicht viel. Da wollen wir einfach ein bisschen fischen, dass die Zeit vergeht. Schöne Aale. Vielleicht findet man ja einen schönen Trophäenaal noch. Es schlüpft schon wieder etwas beim Frachtraum. Wartet mal. Das ist dieser Aal. Ich würde den mal zurückwerfen. Ich weiß nicht, was passiert. Denn wir sind jetzt doch ein bisschen länger draußen. Oh, hier ein Schwertfisch. Sehe ich das richtig? Was braucht man dafür? Ozeanisch.
Ja, ich muss unbedingt diese ozeanische Angel mir besorgen. Seht ihr das? Wir sehen schon hier total bunte Dinge. Wir sind sowas von erschöpft. So, auch hier haben wir Fisch. Ich suche eigentlich Schatten in der Tiefe. Sowas hier. Genau. Das ist... Oh, wartet. Hochkompliziert, meine Güte. Wir haben aber das Relikt gefunden. Mission erfolgreich. War auch nicht leicht, muss ich sagen. Aber noch ein paar schöne Hölzer, das wäre gut. Hier haben wir Fisch, dort haben wir Fisch. Wir fahren mal auf der anderen Seite rein. Nach Großmark. Hier haben wir wieder was an Land. Wir untersuchen. Wir inspizieren. Lege deine Hand auf den Stein. Okay, der reagiert nicht auf meine Berührung. Das hatten wir schon mal. Eventuell kommt das Ganze noch. Hier liegt etwas. Das Loot am Strand. Aha, es ist ein defektes Boot. Sieh hinein. Oh, schön. Hier haben wir die gesuchten Bretter. Wir haben hier noch richtig viel gute Sachen. Wir haben eine alte Eisenkette. Einen Ring. Und Forschungsteile. Ja, unsere Panik ist vorbei. Und das ist gut, gut zu wissen, dass man doch mal so eine Nacht durchmachen kann. Geh mal zur Architektin, die wollte doch Holz von mir. Was sollte ich noch mal tun? Zwei Einheiten Bauholz. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal nach. Gehen wir mal ins Lager. Das ist... Holzplanken sind das. Kein Bauholz, sind Holzplanken. Wir haben hier diesen Schlüssel. Ich packe den mir auch mal ins Lager. Vielleicht können wir den schon abgeben, aber gerade nicht. Das Forschungsteil. Und den Rest weiß ich jetzt gar nicht genau, was wir damit machen. Alte Eisenkette. Das Einzigste, was wir haben, ist der Fischhändler. Alten Fisch verkaufen. Nee, allen Fisch. Nicht alten Fisch, allen Fisch. Den verkaufen wir erstmal. Ja, dann packen wir die ins Lager. Bis wir wissen, was wir damit tun sollen. Oder tun können. Die Planken. Müssen wir uns noch merken, was wir alles haben. Wir haben jetzt Holzplanken und einen Stoffballen. So, dann ruhen wir jetzt eine Runde und dann gehen wir nochmal auf eine weitere Tour. Ich gucke nochmal, ob der Bürgermeister etwas für uns hat. Auch nichts Neues. Ja, dann
Abdocken. Fahr mal rüber nach Kleinmark. Ich muss das jetzt erstmal herausfinden, wo ich denn meine Angeln kaufen könnte. Entweder habe ich es jetzt komplett übersehen oder ich bin einfach noch nicht bei der richtigen Stadt, bei der richtigen Person gewesen. Wenn wir Tab drücken, sehe ich gerade oben, da blinkt auch was. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Hier haben wir einen Händler. Genau, hier haben wir einen Händler. Das ist schon mal gut. Gehen wir kurz zum Tab. Kajüte. Die Bücher hat er übrigens fertig gelesen. Mission. Okay, zurück. Das ist klar. Und die Karte. Kleinmark. Schwarzfelsinsel. Hier ist ein X. Ich weiß nur gerade nicht, was das X markiert. Ja, beim Händler waren wir noch nicht. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Die haben wir jetzt im Lager drin. Ich hätte was Schönes für dich, aber ich würde gerne was kaufen. Ich hätte jetzt den Ring, der bringt 25 und die Eisenkette für 57. Trauernder Vater. Haben wir hier eine neue Mission? Weißt du etwas über die Schiffswracks? Oh, das klingt nicht gut. Sein Sohn ist auf See umgekommen und er ist immer noch irgendwo da draußen in einem dieser Wracks. Vielleicht sollen wir ihn finden. Ach so, seine persönlichen Sachen. Ja, das können wir noch machen. Er trug eine Bronze-Gürtelschnalle. So, Kajüte, Karte. Okay, das ist auch neu. Missionen. Ich werde die Wracks rund um die Insel absuchen. Ja, machen wir das mal. Ablegen. Fahren wir mal hier lang. Hier waren wir noch gar nicht. Immer schön hier an Ufernähe bleiben. Erste Tour suchen wir erstmal auch das Ufer ab. Geradeaus, Fischschwarm. Das sieht nach Frack aus, auf jeden Fall. Das sehen wir sogar schon. So, los. Das wird wieder ein Kampf jetzt. Schatten in der Tiefe. Was haben wir jetzt? Ah, guck mal, hier haben wir schon die Gürtelschnalle. Schon erledigt. Schon haben wir es gefunden. Als wenn wir es gewusst hätten, aber ich habe es wirklich nicht gewusst. Quatsch, was mache ich? Und hier haben wir ein Forschungsteil. Sehr gut. Dann können wir immer noch dretschen. Tatsache, Bestand Mittel, hier gibt es noch mehr. Ach, wenn man da einmal raus ist, furchtbar. Da wieder reinzufinden. Metallschrott.
zweimal Metallschrott. Das geht sogar noch weiter. Dreimal Metallschrott erschöpft. Und es ist schon wieder 20 Uhr, aber hier war noch ein Spot. Ich gerne noch mitnehmen. Sieht nach Schmuck aus. Eine alte Eisenkette. Naja, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Fahren wir mal zurück. Am besten da lang, wo wir hergekommen sind. Da kennen wir wenigstens den Weg. Da wissen wir, dass hier nichts im Weg ist. Oh, oh Gott. Ja, gut, so viel dazu. Trauernder Vater, wegen dieser Gürtelschnalle, wir haben diese gefunden, wir übergeben sie. Und er gibt uns einen Forschungsteil. Jetzt läuft es aber hier wirklich mit Forschungsteilen. So, es gibt noch einen Dockarbeiter. War der Fron schon da unten zu sehen? Ich hatte es eventuell übersehen. Übernimmst du auch Lieferungen zu Schwarzfelsinseln? Frage ihn mal kurz was über die Phyrax. Wenn er weitere Auskünfte gibt. Nicht wirklich. Händler, mein Lager. Ruhen wir? Ja, wir ruhen. Wir müssen das nicht unnötig riskieren. Holzplanken. Die gute Frau brauchte Bauholz. Erschöpft. Zweimal Holzplanken, einmal Forschungsteil. Und hier weiter unten war ja noch eins, das konnten wir vorhin noch nicht bergen. Genau, hier ist es, das bergen wir jetzt noch. Was habe ich hier? Ein Ring. Ein abgetragener Goldring und es ist erschöpft. 13 Uhr. Hier haben wir Fische und genau. Ich glaube, das Bauholz ist da, wo das X markiert ist. Das X markiert auch Missionsziele. Okay, alles erschöpft. Dass wir erstmal so viel hungern wie möglich.
Kann ich jetzt erstmal alles wirklich bis zur Erschöpfung hier abgefischt. Wir gehen zurück, schaffen das mal ins Lager. Und ich muss sagen, danach fahren wir mal zu der mit X markierten Stelle. Ach komm, ein, zwei Slots sind noch frei zum Fischen. Na dann, erstmal zum Händler. Fisch verkaufen. Sehr schön, zwei Fische, 70 Dollar. Dann gehen wir. Ich bin gerade überlegen. Müssen wir eigentlich die ganzen Forschungsteile im Inventar haben? Meine fast nicht. Gehen wir nochmal in die Forschung? Nein, wir haben 6 Stück. So, Motoren. Ach, so ist das. Ich verstehe, ich kann lange suchen. Wir können die erforschen. Wir haben sie noch gar nicht. Wir können die erforschen. Aber wo? Hydraulische Angelrute. Die müssen wir kaufen. Investieren. Ach, jetzt. Okay. Ich hatte es noch gar nicht. Die sind bloß gekennzeichnet, aber wir hatten sie noch nicht gekauft. Küstennähe, Flachwasser. Machen wir die auch hier klar. Einmal, zweimal. Zu verkaufen. Und bei den Motoren. Luxus, Außenborder, Geschwindigkeit plus 25. Zwillingspropellermotor. Hier, mit diesem Motor sind wir dann auf dem Weg zum Doppelpropeller. Denk mal, ich würde mich hier für den entscheiden, dass wir erstmal hier oben reingehen. Den Luxus-Außenborder. Ist jetzt im Handel erhältlich. Sehr schön, das wollten wir doch die ganze Zeit. Jetzt haben wir es endlich kapiert. Schiffsbauerin. So, elektrische Angel. Jetzt haben wir die gekauft. Einfach, weil ich sie schon wieder angeklickt hatte. Ah. Also mal drehen. Erstatten. F. So. Müssen noch mal ins Lager. Wir müssen erstmal hier abrüsten. Es kann passieren, dass wir erstmal forschen müssen, bevor wir hier größere Angeln, größere Motoren reinbekommen. Das kann passieren. Ich nehme dazu erstmal die ganzen Angeln raus. Ausbauen. Reinbauen können wir sie immer wieder. Und die beiden Außenborder nehmen wir raus, weil wir kaufen gleich neue. Dann haben wir das alles leer. Schiffsbauerin, erstmal Reparatur. Slot ist, wir haben jetzt 4 Slots für Fischereiausrüstung. Da könnten wir jetzt die ozeanische Angelrute reinpacken. Das würde ich tun. Einbau 4 Stunden. Damit können wir jetzt auch auf die großen angeln. Dann haben wir hier den Luxus Außenborder, kostet 300, gekauft.
eingebaut. Ich vergleiche gerade Geschwindigkeit. Er ist. Er sieht aus, als wenn er sogar langsamer ist. Wir werden sehen. Und wir haben die Flachwasser-Küstennähe. Die bräuchten wir, diese Kombi-Ruder. Da haben wir hier drei Slots. 460 Dollar reicht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Dann können wir sie uns holen, aber jetzt können wir erstmal die dicken Fische fangen. Oh, ausgeruht. Repariertes, ablegen. Stürmisch sieht's aus. Ja, wir wollten eigentlich zur X-markierten Stelle, das werden wir noch, denke ich mal, schaffen. Wir lassen mal hier zu den dicken Fisch schwärmen. So, ozeanisch. Einen Bronzehai. Oh, was ist denn das? Das ist ja merkwürdig geformt. Mal sehen, ob wir noch einen reinbekommen. Tatsache. Und ist sogar erschöpft. Der ist frisch. Also direkt zurück. Wir verkaufen den. Dann kaufen wir uns die andere Angel noch. Mittagszeit. Schiff. Nee, Fischhändler. So, was bringt denn der? 88. Das sieht gut aus. 282. Moment, für die drei Fische. Dann wollte ich jetzt mal in die Forschung. Nee, die Forschung wollte ich doch nicht. Ich wollte das Trockendock. Wir haben jetzt schon einige Sachen gefunden. Komischerweise, es wird mir nichts angezeigt. Hier steht ja, wir bräuchten Holz und Stoff. So die Bilddarstellung. Und beides haben wir doch im Inventar. Nicht im Inventar, aber im Lager. Dann müssen wir das einfach testen. Indem wir das mal rübernehmen, ob das dann angezeigt wird. Ach so, erst anklicken, dann reinpacken. Gut, verstehe. Wartet. Fertig. Plus 4 Netzplätze. Angelplätze benötigen wir gerade nicht. Motorenplätze. Interessant, aber wir machen erstmal Netzplätze. Brauchen wir zweimal Stoffballen. Und einmal Holz. Für 125. Eigentlich wollten wir uns die Angel kaufen. Einfaches Schleppnetz. Jetzt im Handel erhältlich. Auch ein neues Buch von ihr bekommen. So, die Route haben wir gesagt. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Geld würde aber reichen. Wir gucken mal die Schleppnetze. Ach, die kommen hierher. Verstehe ich jetzt nicht.
Einsatzfähig, Lebensdauer ein Tag, Fischarten Küstennähe. Ich dachte, wir bekommen jetzt hier 4 neue Slots dazu. Wenn ich mir jetzt noch einen Slot für den Motor, dann könnte ich den rüberrutschen und hier noch einen weiteren einbauen. Legen, Ruhen, Trockendock. Plus 4 Netzplätze. Modifiziert 4 Lagerplätze für die Aufnahme von Netzen. Ach so, das ist modifiziert worden. Wir hatten schon die Plätze, bloß die sind jetzt dafür geeignet. Okay, so, hier Propeller. Plus 2 Plätze brauchen wir 2 Schrott und ein Holz. Zweimal Schrott. Einmal Holz. Schön, dass wir schon auf Vorrat haben inzwischen. Trockendock. Und Verbesserung für 100 Dollar kaufen. Gekauft. So, rein in mein Lager. Den müssen wir ausbauen, rübersetzen. Da könnten wir sogar jetzt noch so einen reinsetzen. Was hat denn der gekostet? 400 Dollar haben wir noch. Ich hätte sonst nämlich einen von meinen Kleinen hier dazu gesetzt. Aber wenn wir jetzt noch so einen reinsetzen können... Das sieht nicht schön aus, aber irgendwie passt. So, Doppelmotor. Sind wir ausgerüstet. 18 Uhr. Dann ruhen wir. Sagen, wir fahren heute ein bisschen zeitiger los. Oh, hier 4 Uhr in der Morgenstund. Wir legen schon mal ab. Schauen mal auf die Karte. Und nach links zur ersten Insel. Ui, jetzt geht er ab hier wie eine Rakete. Oh ja, das hat wirklich was gebracht. In der Tiefe. Ein paar Perlenohrringe. Man kann sie ja mitnehmen. Spitz. Materialhaufen. Ach, hier sollen wir die... Ach, jetzt alles klar. Hier sollen wir die Materialien hinliefern. Also doch zweimal von diesem Holz und zweimal Metallschrott. So, wir legen ab. Metallschrott. Da müssen wir mal neuen suchen. Vielleicht werden wir hier sogar gleich fündig. Hier sieht es gut aus. Hier haben wir schon mal Holz. Denkst du denn? Forschungsteil, noch besser. Einmal Holz. Zweimal Holz ist erschöpft.
Was ist das? Einfach nur ein Kelch. Wir brauchen noch Schrott. Hier haben wir Stoff. Wartet mal. Fahren wir gezielt. Erstmal hier rüber. Sehr gut. Komm einmal noch vor zu Hause. Oh, dann müssen wir mal kurz umstapeln hier. Wir brauchen 4 Slots. Bauholz nach unten. Schrott nach oben. So, Mission aktualisiert. Wollen wir ruhen? Ich denke mal, ja. Dann können wir hier gleich noch fischen. Nee, geht gar nicht. Wir haben die Angel doch gar nicht gekauft. Wir hatten jetzt die Angel gar nicht gekauft. Wir können nur ozeanisch. Das heißt, diese großen können wir aktuell nur rausziehen. Aber ich hätte mir eigentlich die Materialien holen sollen. Denn wer weiß, ob wir hier nochmal vorbeikommen. Die große Frage ist natürlich auch, respawnt das alles? Oder ist es weg, wenn wir es hier komplett abbauen? Also ist es für immer weg. Ein Ballenstoff. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Bauholz hätten wir noch 2 Slots. Hier noch ein bisschen umstapeln. Ne, bekommen wir nicht hin. Oder? Wir gucken mal. Ach, schon erschöpft. Ein einziges Stückchen. Tja, ob wir den reinbekommen? Ich denke mal, brauchen wir gar nicht. Bekommen wir nicht rein. Wir müssen abladen. Mission abgeben bei der Architektin. Das gute Loot ins Lager. Es wird, es wird. Wir haben übrigens Dienstag, Tag 16, also ingame. 16 Tage haben wir jetzt schon gefischt. Erfolgreich natürlich. So, erstmal in mein Lager. Den Kelch. Na, tun wir mal rein, müssten wir eigentlich verkaufen fahren. Wenn wir eine Ladung voll haben, verkaufen wir das mal alles.
Architektin. Mal sehen, was wir für eine Belohnung bekommen. Passagier. Ab in den Laderaum mit ihr. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Mission aktualisiert. Gucken wir nochmal nach. Missionen. Okay, die Architektin muss einfach bloß noch rübergebracht werden. So, wir starten wieder 4 Uhr. Bringt die noch rüber. Eieiei. Nein. Wir docken direkt wieder an. Gehen zur Schiffsbauerin und müssen unseren Außenborder reparieren. Da sind die PS mit mir durchgegangen. Sehr schön, es gibt wieder 2 Forschungsteile. Mission erfüllt und damit würde ich die heutige Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mir gerne ein Däumchen da und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.